Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch ein Hallo an alle Duftfreunde. Des Öfteren unter den Vlogs und auch den düftligen Hauls sozusagen gewünscht, ist mal meine Duftsammlung zu zeigen. Und ja, ich nutze diesen etwas trüberen Urlaubstag ein bisschen zum Videodrehen und wollte euch jetzt auch einfach mal meine Duftsammlung zeigen. Dazu musste ich sie vorher ein bisschen in Ordnung bringen und auch ein bisschen zusammenlegen, gucken, was sind jetzt die aktuellen Düfte, was sind vielleicht wirklich die tiefsten Winterdüfte, meine Backups ein bisschen zur Seite liegen. Und ich habe jetzt das kleine Kallax-Regal unter dem Fernseher sozusagen dafür hergenommen und hinter mir ist so ein Schubladensystem. Ich habe auch, ich glaube, zwei Kerzen auch noch so verteilt stehen. Ja, die werde ich euch auf jeden Fall auch mit einfangen. Ich werde dann die Kamera einfach drehen, wobei ich überlege gerade, man könnte sie vielleicht auch so zeigen. Ich muss mal gucken. Die Tarts könnten man es vielleicht so machen. Ihr werdet es jetzt auf jeden Fall gleich sehen. Ja, ich nehme euch jetzt mal mit zu der Duftsammlung. Stand, ja, Juni sozusagen 2023. Ich bin sehr gespannt, ob ich ahne, dass ich so viele Düfte habe oder ja, ob ich jetzt total aus allen Wolken falle. Ich habe schon beim Einräumen ein bisschen gedacht, okay, Steffi, an mancher Stelle vielleicht mal ein bisschen weniger kaufen. Aber ja, es wird ja alles hier gedüftelt. Ich bin ja auch überhaupt kein Mensch von einer Sammlung, sondern ich bin ja ein Benutzer. Bei mir steht kein Duft, ja, vielleicht mit Ausnahme von einem kleinen, den ich wirklich sage, den würde ich jetzt nicht aufbrauchen. Alle anderen sind immer in Benutzung und werden auch immer wieder nachgekauft, wenn es Lieblingsdüfte sind. Und es kommen auch immer neue dazu. Andere werden aussortiert. Also von daher, das ist hier eine Bewegung, dementsprechend eben auch keine echte Sammlung. Aber ja, dennoch zeige ich euch jetzt mal alles, was gerade hier so rumsteht und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir starten mit dem ersten Schub und es ist hier schon der Wahnsinn, was sich darin befindet. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mir das so am besten auf die Beine stelle. Ich glaube, so ein bisschen quer. Fangen wir mit kleinen Gläsern an. Und zwar der Unicorn Dreams von Village Candle. Ein kleines Glas, was einfach spritzig riecht, was sommerlich riecht, was mir wahnsinnig gut gefällt, was ein bisschen was Bäriges hat, hat mich natürlich durch das Einhorn angesprochen. War eine Empfehlung, als ich nach dem Busy Bee Elf Crazy gefragt habe, den ich abgöttisch liebe. Und den, also wo ich wirklich leider nicht mehr viel drin habe, das ist mein drittes Glas und auch das letzte. Ich liebe diesen Duft. Also er ist so lebendig, spritzig, frisch. Er macht einfach Spaß beim Düfteln und man bekommt, finde ich, immer direkt gute Laune. Leider gibt es keine Möglichkeit, aktuell Busy Bee irgendwie in Deutschland zu bestellen. Finde ich sehr schade. Und ich hatte dann mal so ein bisschen nach ähnlichen Düften gefragt und da wurde mir der Unicorn Dreams empfohlen. Ein Duft, der leider aktuell nicht so für mich funktioniert, von Yankee Candle, der Sweet Nectar Blossom. Das war hier diese eckige Edition, die es meine Zeit lang gab. Ich habe den sehr, sehr geliebt. Aktuell ist er mir zu weich, zu warm. Er riecht mir, ach, ich weiß auch nicht, zu süß. Ich kann nicht sagen, aktuell gefällt er mir nicht. Ich wollte ihm aber noch eine Chance geben, weil ich ihn lange Zeit geliebt habe und ich sogar ein großes Glas hatte. Das war dann aber, als diese Edition vom Markt genommen wurde, war das schon ausverkauft und ich kann ihn nicht mehr riechen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal, entschuldigt, manchmal habe ich das leider, ist mir schon öfter mal passiert. Dann Cuban Mojito, ja, der perfekte Sommerduft. Wäre es ein bisschen, ach ja, alkoholischer mag. Also man hat hier definitiv ja, den alkoholischen Spritzanteil, die Frische. Man riecht wirklich förmlich den Cocktail. Ist ja irgendwas Minziges, Limettiges. Ich mag den sehr und habe den jetzt auch im Sommer schon zwei, dreimal angehabt. Das müssten soweit die Gläser sein. Und dann haben wir von Goose Creek Honey, ich muss das glaube ich so machen, Honey and Wildflowers und der Duft riecht im Grunde genauso, was draufsteht, nach Honig und Blumen. Ich hatte ihn auch noch nicht an, weil er mir, glaube ich, auch eine Spur zu süß war mit dem Honig. Aber mal gucken, wenn ich ihn anmache, wie er dann so in der Wärme sein wird. Dann von Goose Creek Loves to Cuddle. Und ja, ich glaube, hier hat er mir kalt noch gut gefallen. Ja, und warm war er dann eine Spur zu holzig. Aber er wird aufgrund des Labels auf jeden Fall bleiben und ist dann eher ein Kandidat für die kältere Jahreszeit. Dann müssen wir hier ein bisschen sortieren, wie wir das am besten machen. Dann habe ich hier so ein paar Pröbchen, da kann ich noch gar nicht so viel sagen. A Candle Warmers Escape to the Paradise. Das ist so ein Pröbchen in irgendeinem Tauschpaket. Dann Coconut Moonlight Coconut von Goose Creek. Das ist, glaube ich, mein zweiter Beutel der Wachscrumbs.
Ja, den fand ich auch richtig gut. Hatte ich jetzt schon ein ganzes Weilchen nicht mehr an. Den hatte ich mir so doppelt als Wachscrumb bestellt. Oder kam er doppelt? Ich glaube, er kam doppelt. Dann Blackberry Sun von Wohlfühlmomente habe ich auch noch ein halbes Tart. Und der riecht wirklich nach Sonnenmilch und Beere. Ja, und der riecht wirklich nach Sommer pur. Vielleicht sollte ich den ein bisschen weiter vorlegen, dass ich da demnächst dran denke, dass ich ihn auch anmache jetzt im Sommer. Wobei, wir sind ja gerade im Sommer. Dann von Country Candle, ja, irgendwas mit so einem Teeglas. Hat, glaube ich, auch genauso nach Eistee gerochen. Dann Mango Lassi von der Wachsmacherei. Der hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, Karl, dass ich ihn beim Tausch genommen habe und er riecht auch wirklich wunderbar nach Mango. Und dann ein Magical Unicorn von Village Candle. Ich glaube, da hatte ich gehofft, dass er an den anderen, ja, Einhornduft rankommt. Er hat aber auch irgendwas Holziges drin, wenn ich das richtig rieche. Und Rhabarber. Ja, also nicht so spritzig, wird aber auf jeden Fall gedüftelt. Dann noch so ein paar Reststücke von Tarts, und zwar Yankee Candle aus dieser letztjährigen Edition, glaube ich. Tranquil Garden mochte ich ganz gerne. Darf auf jeden Fall noch einmal düfteln. Hier sogar noch frische Stückchen von Berry Mochi. Das ist der hier. Durfte auch bleiben. Dementsprechend habe ich den auch in guter Erinnerung. Dann Rose Hibiskus von Yankee Candle. Ich weiß, dass ich mit dem immer mal hadere. Ich hatte den, glaube ich, schon einmal an und habe noch die Hälfte von der Tüte hier. Ach, weil ich muss in Rosenstimmung sein. Und ich bin nicht so häufig in Rosenstimmung. Aber grundsätzlich fand ich den tatsächlich auch ganz gut. Dann haben wir hier noch ein kleines Wachscrumbs Secluded Dunes. Und da sieht man, der hat mir gut gefallen und bin extra sparsam gewesen. Dementsprechend wird der bald auch aufgebraucht werden. Dann kommen wir zu Cheerful Candle Island Breeze. Auch schon warm gedüftelt. Ach ja, der riecht gut. Der hat was von Kokosnuss, Ananas, Sand und Meer und gefällt mir definitiv richtig, richtig gut. Dementsprechend ja, bleibt der natürlich. Dann Paradise Pre-Breeze von Country Candle. Wie man sieht, oh, ich bin gerne am Strand unterwegs. Ja, der hat auch wieder ein bisschen das Holzige, was man oft am Strand hat. Das Frische, das Aquatische gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und dann, ja, einer meiner Mit-Sommer-Favoriten, das ist der Fiji. Den gibt es von Kringle und ich glaube auch von Country. Und die nehmen sich, glaube ich, nicht viel von. Kringle hatte ich letztes Jahr ein Glas und das ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, mein drittes Melt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Glas war das letzte Mal nicht vorrätig. Und den liebe ich. Also das ist wirklich, wie wenn man in den Tropen steht, rundherum Wasser und dann kommen süße Früchte und ach, er riecht einfach toll. Und dieses aquatische Frische, ich liebe den sehr. Also das muss ich echt wirklich sagen. Probiert den mal aus, wenn ihr solche Düfte gerne mögt. Ist für mich aber wirklich fast nur ein reiner Sommerduft. Ich finde den im Winter ein bisschen unpassend. Auch wenn ich ihn da immer mal anhabe. Aber da ist er ein bisschen unpassender. Dann habe ich von Yankee Peaches and Cream. Ich glaube, den habe ich einfach mal zum Test mitbestellt oder war auch in einem Tauschpaket. Und ich bin ein ganz großer Pfirsich-Fan. Allerdings nicht, wenn er zu viel Pfirsich ist. Und ich fand ihn hier kalt zumindest, dass auch dieser Cremeanteil ganz gut drin ist. Dementsprechend freue ich mich da aufs Probieren. Hier haben wir noch Wachsmelz, Goose Creek, Key Lime Gelato. Also hier haben wir sozusagen Eis. Ja, oh, das riecht wirklich gut. Hatte ich ganz vergessen, dass der kalt so gut riecht. Der muss weiter vor, dass ich da zeitnah dran denke, den zu düfteln. Ja, einer meiner Lieblingsdüfte, er liegt auch zweimal hier drin, ist Alfresco Afternoon von Yankee Candle. Ah, den habe ich letztens auch im Auto gehabt, als Autoduft. Den finde ich richtig toll. Das ist wirklich so, man sitzt auf der Wiese, picknickt und man hat dann Limette, Zitrone, Orange und wirklich auch so dieses baumige, wiesige. Den mag ich super gerne und zum Glück habe ich den zweimal hier. Dann Coconut Splash, wohl mit Black Coconut, einer meiner liebsten Kokosnussdüfte, ist jetzt auch schon das letzte Tart und ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Dann zum Glück noch zweimal habe ich von Yankee Candle den Kaffee al Fresco. Für mich der perfekte Kaffeeduft, ohne ein Kaffeeduft zu sein. Ja, ich finde, er hat eher diesen Eiskaffee-Charakter. Ich liebe den sehr. Also ich habe wirklich das Gefühl, frisch gebrühter Kaffee, so ein Hauch Sahne, vielleicht so ein bisschen Vanilleeis. Ach, das ist einfach ein Wahnsinnsduft. Und ich liebe den im Sommer, vor allem natürlich dann auch so Richtung Küche, weil ich das so angenehm finde, wenn dieser Duft ein bisschen im Raum unterwegs ist.
Dann haben wir den Coconut and Vanilla Bean, auch das letzte von, ich glaube, auch drei Tarts, die ich mal ursprünglich hatte. Kokosnuss und eben Vanille hat etwas Süßiges, ist nicht ganz so spritzig und ach, riecht einfach traumhaft. Also mag ich gerne, unterscheidet sich definitiv auch vom Black Coconut. Dementsprechend, ja, wer Kokosnüsse mag, der ist hier richtig. Guave Coconut, auch von Yankee, ist auch, ich glaube, mein viertes Tart. Hatte ich eine Zeit lang gefühlt durchgängig an, als ich so auf dem Guave-Trip war. Und zurzeit merke ich schon, ist Guave nicht ganz meins, aber es war wirklich mein Duft, den ich sehr gerne sehr viel anhatte. Und ich werde es einfach mal wieder probieren. Dann, ja, fangen wir mal an. Von hinten habe ich einen Lemon Pistachio, der mir auch sehr gut gefällt. Ich bin nicht der größte Lemon-Fan, weil das ja ganz oft in diese Kloßstein-Richtung geht. Aber mit dieser Eis-Variante von der Pistazie, ach, gefällt er mir richtig, richtig gut. Hier stützt alles zusammen. Dann auch von Village Coconut Vanille. Ja, da riecht man gefühlt mehr Vanille als Kokosnuss. Gefällt mir aber gut. Hat auch so diesen Hauch, ja, Creme, Sonnencreme. Also gefällt mir auch richtig gut. Kann ich mich gut erinnern. Ist fast eine Spur zu schwer, finde ich, für den Sommer. Dann Old Time Lemonade. Habe ich mir ja aufgrund der Spritzigkeit vom Elf Crazy mal zugelegt. Und ich glaube, er kam nicht ran, richtig. Also er ist wahnsinnig spritzig. Man hat hier wirklich die Limonade, das Zitrische. Ich glaube, mir war es eine Spur zu zitrisch. Deswegen hatte ich den gar nicht weiter mehr an. Ich glaube, ich muss den nochmal warm probieren. Oder ob er dann eben auswandern darf. Ausziehen, auswandern. Ja, Papaya Paradise von Goose Creek ist, glaube ich, aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Ist auch schon gedüftelt. Und hat mir gut gefallen. War jetzt aber nichts Spektakuläres. Hat halt wirklich sehr viel Papaya, Kokosnuss und ein bisschen Ananas. Dann hier hat sich es ein bisschen eingedrückt. Und zwar der Beach Breeze. Also wie man sieht, ich bin im Sommer sehr viel am Strand. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Aber ich hatte ihn schon warm an. Ja, er hat schon dieses Holzige, auch dieses Wässrige. Und er riecht irgendwie wirklich nach Sand. Wenn man so seine Strandtasche aufmacht, so ein bisschen feucht und Sand, irgendwie spannend. Ja, muss ich mal wieder anmachen. Dann habe ich den Unicorn Candy. Ja, und der riecht bestimmt, ja, nach Popcorn, nach Süße, hat auch wirklich was Bäriges noch so mit drin. Der gefällt mir richtig gut, hat auch eine super schöne Farbe. An den kann ich mich noch gut erinnern. Könnte ich auch mal wieder anmachen. Dann Tiki Party war, glaube ich, auch aus dem letzten Jahr. Hatte ich den auch schon an? Ja, sogar schon zweimal. Oh, der gefällt mir aber gut. Ah, oh, ja, der ist schön. Das ist so ein bisschen auch so ein feuriger Duft, aber auch sehr obstig, ein bisschen blumig. Ich weiß gar nicht, was da mehr an Blume drin war. Aber riecht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Dann habe ich von Iceflower Schokosahne. Das war mal in einem Tauschpaket. Und Schokosahne, oh, der riecht, ja, der riecht total nach Schokolade. Ist für mich nichts im Sommer, ist mir zu schwer. Aber ich freue mich da schon drauf. Und dann von, das lässt sich so schlecht lesen, Bears Wax Bakery. Ein lilaner Duft. Hier, Namaste. Ach stimmt, Namaste hat mich sehr an meinen Yoga erinnert. Oh, der ist schön. Ja, der riecht auf jeden Fall lecker. War aber noch nicht an, habe ich nur ertauscht. Und dann, ja, ist es der letzte der Wohlfühlmomente-Düfte, also mein eigener Duft, der ja vor 3 Jahren knapp rauskam, also ich sehe gerade November 2020, das war dann, glaube ich, schon die Zweitauflage, Kissed by a Twin. Und ich habe alle anderen aufgebraucht und ich hatte ja auch von zwei, dreien die Düfte nochmal nachbestellt, die ich einfach besonders gelungen fand. Und ich liebe aber meinen eigenen so. Und oh, ich hatte von meinem eigenen, ich glaube, 5 oder 6 Stück, das wird gar nicht reichen. Und ich liebe ihn. Also dieses Popcorn und Mango und dieses, ja, ich finde das eine ganz, ganz tolle Mischung. Und ja, ich hänge an meinem Duft. Ich werde den auf jeden Fall noch ein Stückchen aufheben, bevor ich ihn dann anschneide. Aber er wird ja auch nicht besser. Na, er wird jetzt 3 Jahre im November. Von daher, ja, das war jetzt erstmal die erste Schublade. Kommen wir zur zweiten Schublade, in denen auch so ein bisschen Zubehör mit drin ist und die noch weniger sortiert ist als das eben. Zum einen von Yankee Candle ein Soft Blanket, einer der frische Düfte, den ich sehr gerne mag, der so das klassische Weichspüler-Duft hat, der mir aber aktuell, ich weiß nicht, auch zu viel ist. Also ich merke,
Ach, es gibt manchmal Düfte, die liebt man Jahre und dann braucht man mal ein Jahr Pause. Der Soft Blanket gehört dazu, ist aber ein alter Klassiker. Glaube auch mit einer der ersten Düfte, an denen ich geschnuppert habe vor, keine Ahnung, über 10 Jahren. Das wird gar nicht reichen. Und ja, dann habe ich hier so ein paar Pröbchen. Ich glaube, das ist schwer zu zeigen, beziehungsweise was dazu zu sagen. Das sind so einige, ach, ich glaube, ich habe hier einiges an Pröbchen. Ich habe hier von Jenkel Candle Home Inspiration, genau, die habe ich immer zweimal. Und zwar gab es da mal einen 4er-Pack, ich glaube relativ günstig in dieser Votivkerze-Form. Und das ist der Confetti Macron. Und das riecht genauso, wie man sich Macrons vorstellt. Nach Gebäck, nach Süß, nach Zucker. Gefällt mir sehr gut, hatte ich aber noch nicht warm an. Auch noch nicht warm hatte ich den Wild Daisy Meadow an. Das ist so ein bisschen gräulich-beiger, der wirklich sehr blumig und nach Wiese duftet. Auch noch nicht an hatte ich den Sugared Blossom, wobei ich glaube, den kenne ich, weil ich den auch mal in einem Glas hatte. Und den finde ich wirklich toll. Also der gefällt mir richtig gut. Der hat so dieses Zuckrige, dieses Dekadente durchaus. Ja, der gefällt mir gut. Ich glaube, das ist auch das zweite. Und dann einen, den ich jetzt erst aufgebraucht hatte, zumindest eins der beiden. Und zwar, das ist der Mango Lemonade. Und der, ja, der hat mir auch richtig gut gefallen. Also er hatte auch dieses Spritzige der Limonade, das Süße der Mango, das Fruchtige, gefällt mir richtig gut. Gab es, ich weiß gar nicht mehr, bei Netto oder E-Center, also im 4er-Pack. Und die waren relativ günstig und da habe ich mir 3 Packs gekauft. Und ein Pack habe ich dann verschenkt und die anderen so ein bisschen bei mir. Dann habe ich hier, ich glaube, jetzt 3 Scentsy-Düfte, wenn ich das richtig sehe. Einmal Joy and Wonder. Ach. Ja, der hat was Kirschiges und der hat irgendwas sehr Holziges. Ich weiß gar nicht, ich habe den irgendwie anders in Erinnerung. Vielleicht ist er gekippt, glaube ich aber nicht. Ich glaube, so lange habe ich den noch gar nicht. Nee, wenn man jetzt ranriecht, riecht man das über Nassholzige nicht mehr. Es hat auf jeden Fall was Kirschiges. Ich glaube, den muss ich jetzt mal warm machen und mal gucken, ob er noch was riecht. Dann bin ich ein Alice im Wunderland Fan und musste einfach We Are All Mad hier haben, wo wir Alice und die Grinsekanz sehen. Und ach, der ist schön. Ja, den hatte ich auch. Ich glaube, das ist noch nicht lange her, Mai, April, hatte ich den an. Also ich habe ihn einmal probiert. Und der hat auch so diese spritzige, frische, zitrische. Ich glaube aber, dass das hier Grapefruit ist und keine Zitrone. Aber den fand ich auch richtig, richtig schön. Und dann Tiare und Coconut, den habe ich ertauscht und ich glaube noch gar nicht angehabt. Aber der riecht auch lecker. Nach Ananas und ja, auch diese, sind das Fräschen? Also auch was Blumiges dahinter. Ja, gefällt mir auch richtig gut. Dann habe ich hier so ein paar Schokobars sozusagen. Und zwar meine kleine Duftwelt American Cheesecake habe ich ertauscht. Noch nicht probiert. Auch noch nicht probiert. White Shock Cookies. Und auch noch nicht probiert. Ah doch, ich glaube Birthday Cake hatte ich schon an. Ja, den hatte ich an. Und der hat mir definitiv gefallen. Der hatte wirklich was von Buttercreme und hat wirklich ganz wunderbar gedüftelt. Und dann auch in so einem ähnlichen Format ist der Almond Butter. Also Mandelbutter könnte dann auch in die purige Richtung gehen. Aber es ist ja eher was hier zum Ausprobieren. Und von Römer Kreation habe ich Toasted Marshmallow. Und ja, Marshmallow ist ja neben Mango und Popcorn auch in meinem Duft, von daher liebe ich. Und auch der ist toll, den muss ich auch demnächst mal anmachen. Er ist halt schon eine Spur so schwer, ne? Und da muss man im Sommer immer ein bisschen überlegen. Und dann habe ich Sandcastles von Goose Creek. Das ist ein Duft, den hatte ich schon 3 oder 4 Mal. Und der war, glaube ich, im Tauschpack, ich glaube, von Anka. Und ich liebe den. Ich mag den super gerne. Der hat wirklich so was wunderbar Sonniges, Stranniges, Sonnencreme und ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich den ertauscht habe. Und ja, mit ein paar Proben, was haben wir hier hinten noch? Da habe ich zum Beispiel welche, das müssten auch Home Inspiration Tarts irgendwie sein, aber ich habe mir da keinen Aufkleber drauf gemacht, aber sie riechen auf jeden Fall noch gut. Und was haben wir hier noch? Chestnut Hill Coconut Kiss waren auf jeden Fall auch zum Tauschen. Ja, sieht dann immer so ein bisschen unappetitlich aus. Oh, aber ja, Kokosnuss. Steffi und Kokosnuss, das geht eigentlich immer. Es gibt nur wenige Kokosdüfte, die ich nicht so mag. Und das ja, war jetzt der zweite Schub.
ab in den dritten. Und im dritten habe ich mir ein bisschen weitergeholfen mit diesen Einlagen, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Und er ist auch nicht ganz voll. Von daher starten wir auch hier hinten links. Einige Busy Bees und zwar Pumpkin Pie. Ich glaube, das sind jetzt auch die Herbst-Winter-Düfte, die jetzt aktuell nicht ganz so angesagt sind. Spider Sitter mochte ich sehr gerne, habe ich auch ausprobiert. Dann haben wir Magical Autumn. Und ich mochte diese Bohnen wirklich richtig gerne, weil ich finde, mit 3-4 Bohnen ist man richtig weit gekommen und konnte halt einen Duft wirklich mal wunderbar und auch günstig düfteln. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Dann von Miss Curly Jane habe ich J wie Julius mir mal gekauft, bestellt. Ja, der auch richtig schön herbstlich riecht. So ein bisschen nach Regenwetter und einfach so, wenn es frisch die Luft, so wässrig frisch draußen ist. Ja, aber das ist hier wirklich eher Herbst-Winter. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendein System habe. Wahrscheinlich nicht. Dann Autumn Days von Chestnut Hill. Ich sehe schon, es wird ein wahnsinnig langes Video. Oh ja. Oh, der hat auch so das Kokosnussig, Kürbisige drin. Das ist ja wirklich was für mich nur im Herbst geht. Noch ein bisschen in den Winter rein, aber irgendwann möchte ich keinen Kürbis mehr riechen. Dann Enchanted Leaves von Candle Warmers. Den habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch erst nach dem Herbst gekauft. Und ich finde ihn ganz schön. Also er hat so ein bisschen dieses waldige, nasse, er hat irgendwas von einer Nuss. Bin ich sehr gespannt, werde ich diesen Herbst auf jeden Fall düfteln. Und Toasted Marshmallow, ja, neben Kokosnuss funktioniert Marshmallow immer bei mir. Und den hatte ich letztes Jahr einmal aufgebraucht und das war dann sozusagen mein Backup. Und der riecht wirklich nach diesem verbrannten Zucker. Das finde ich im Herbst richtig, richtig toll. Dann habe ich einmal Apple Pie und ja, der riecht wirklich auch nach Apfelkuchen, wie man sieht, auch schon mal angehabt. Wie auch der Pumpkin Honey Chai von Chestnut Hill und der hat mich letztes Jahr total überrascht. Ja, weil der auch dieses honige, chaiige, gewürzige hat und das macht den Pumpkin, den Kürbis richtig, richtig toll. Ja, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. So, dann machen wir weiter. Es geht, glaube ich, weiter mit Herbst. Button Up von Goose Creek. Ein Duft, wo mich definitiv das Label angesprochen hat und ich ihn dann sogar versehentlich doppelt bestellt habe, obwohl er mir nicht ganz so gut gefallen hat, weil er einfach sehr männerparfümig riecht. Und ich bin kein so Freund von zu parfümigen Düften. Aber einmal durfte er bleiben, einmal ist er schon ausgezogen. Dann Love You Latte. Wie man sieht, ich bin ein großer Goose Creek Fan. Und der hat mir auch wirklich gefallen. Ja, der hat dieses milchige, ja, mit Gewürzen. Der hat mir wahnsinnig gut gefallen, hat auch ein schönes Label. Dann My First Autumn. Das Label ist natürlich schuld. Hatte ich sogar einmal an. Und der war ein bisschen schwach. Kann mich erinnern. Den habe ich dann eigentlich gedacht, den müsste man öfter mal im Büro sozusagen anmachen. Ja, aber finde ich, riecht wunderbar nach Äpfeln und so dieses cozy Kaschmir. Also auch richtig schön. Und dann haben wir Crunchy Leaves. Den habe ich, glaube ich, ja, den habe ich letztes Jahr einmal aufgebraucht. Und dann habe ich ihn mir nachbestellt, weil ich ihn so toll fand. Er hat das äpfelige, waldige, wiesige, feuchte von Regen und hat mir wirklich gut gefallen. Und den habe ich einmal leer gemacht und das war dann sozusagen schon die zweite Packung. Dann habe ich von Home Inspiration Yankee Candle Reindeer Treats. Ja, und der riecht wirklich nach Zucker und Süßigkeit. Da sind wir dann schon eher im Winter. Dann habe ich Falling Snow. Der war, glaube ich, auch letztes Jahr mit in einem Weihnachtspaket. Habe ich ein Tart aufgebraucht. Das andere habe ich noch für dieses Jahr. Dann ein Duft, Evergreen Mist. Ich weiß gar nicht, wieso ich da auf einmal auf Tanne aus war. Aber ich habe ihn nicht angemacht. Wäre interessant, warum. Aber wir probieren das dieses Jahr im Winter auf jeden Fall aus. Dann haben wir, Autumn Pearl von Yankee. Ist der hier zweimal? Nein, den hatte ich einige Male als Tart, hatte ihn mir dann nochmal als Motivkerze geholt, weil er da günstig war. Und das ist jetzt, glaube ich, dann auch tatsächlich der letzte Autumn Pearl, obwohl ich den sehr, sehr mag. Dann von Goose Creek Sweet Tea. Und hier haben wir wirklich einen ganz tollen Tee mit Zitrone, Zucker und einfach so diesen Teegeruch, wenn er frisch aufgebrüht ist. Auch eher herbstlich. Und dann Autumn Nature Walk von Wax Crumbles. Genau, habe ich hier drin gehabt. Den hatte ich letztes Jahr auch noch gar nicht an. Ich habe ihn aber irgendwie doppelt verpackt. Würde mich brennend interessieren, warum. Was hatte das andere ein Loch? Könnte durchaus sein. Muss ich mal schnuppern. Ja, riecht ein bisschen moosig. Und wirklich nach Wald. Muss man ausprobieren.
Aber wahrscheinlich war es dann einfach schon winterlich, als dieser Duft bei mir eingezogen ist. Geht es hier noch herbstlich weiter oder sind wir hier schon im Sommer? Ah ja, nee, wir sind noch ein bisschen herbstlich. Und zwar mit Autumn Walk von Goose Creek. Den fand ich toll und habe dann, glaube ich, sogar, habe ich nicht sogar ein Glas? Nein, ich glaube, aber ein Tart hatte ich dann aufgebraucht. Dann Village Candle Autumn Comfort habe ich ertauscht. Kann ich, glaube ich, noch gar nicht so viel sagen. Oh, der Bourbon war großartig, auch von Goose Creek. Die gibt es gefühlt aber irgendwie nicht zu bestellen. Deswegen habe ich hier nur das Wachs Crumb, was ich ganz gern bei Time and Light bestelle. Oh ja, und der riecht einfach nach Bourbon Vanille mit einem Hauch von Whisky. Richtig, richtig toll. Dann der Autumn Glow von Yankee, ein Herbstduft, den ich viele, viele Jahre habe, den ich richtig toll finde, der auch wirklich Herbst ruft. Also das kann man nicht anders sagen. Und dann ein Duft. Ja, würden manche vielleicht sogar sagen, das geht noch in die Sommerrichtung. Das ist der Seaside Woods. Ich mag den wahnsinnig gerne. Ich habe, das ist bestimmt auch schon mein 5., 6. Tart. Und ich mag den gerne. Wirklich so ein bisschen Übergang, Sommer, Herbst. Wenn das so ein bisschen holzig riechen darf und so ein bisschen schwerer schon wird und nicht mehr so die Frische gebraucht wird, mag ich den sehr, sehr, sehr gerne. Wird es jetzt hier winterlich? Wahrscheinlich, ne? Würde ich vermuten. Ja, natürlich. Und zwar Letters to Santa von Goose Creek. Die habe ich mir, ich glaube, mal im Sale mitgenommen, als dann im Grunde der Winter schon vorbei war. Ich glaube, den habe ich auch noch gar nicht angehabt, nein. Oh, ja, der riecht förmlich nach Winter, nach Süß, nach Zucker, Minzrohr und ja, richtig, richtig toll. Da freue ich mich drauf. Dann Waiting for Santa, hat auch ein schönes Label. Ja, gefällt mir auch gut. Der hat eher, ja, so diese Warteatmosphäre, diese Tanne. So ein Hauch Glühwein, der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Dann auch ein süßes ja, Marshmallow Snow Cream. Ich muss nicht mehr viel sagen. Es riecht nach Marshmallow, nach Gebäck, nach Milch. Gefällt mir sehr gut. Freue ich mich auch auf jeden Fall aufs Düfteln. Dann Soft Wool und Amber aus dem letzten Jahr. Ist, glaube ich, auch ein Winterduft des letzten Jahres gewesen. Hat mir gut gefallen, ist aber nicht als Tart eingezogen. Dann Icy Blue Spices. Da habe ich schon ein mittleres Glas leer gemacht. Einige Tarts. Ich glaube hier, genau, hier ist dann auch noch ein Tart mit drin. Also ja, davon kann ich gefühlt nicht genug haben. Hier ist was Weißes. Das hatte ich auf jeden Fall schon mal an. Spun Sugar Flurries. Der war, glaube ich, auch letztes Jahr in der Winter Edition von Yankee. Ach, der riecht auch gut. Ja, riecht halt wunderbar nach Schnee. Und ja, das war der hier. Was haben wir hier? Den Cotton Candy Blizzard und der roch auf jeden Fall auch minzig, insofern ich ihn aufbekomme. Oh ja, der hat auch so eine schöne Minznote, gefällt mir gut und hat aber auch das Cozy, was ja oft diese Baumwolldüfte haben. Dann, oh, den fand ich auch toll und zwar Kringle Candle Snow, oh, ich kann das, Snowbird, so ist das, da ist der Name. Oh ja, und das war mein zweites. Da habe ich 2 Daylights bestellt gehabt, weil der war, glaube ich, dann auch im Sale und dann habe ich ihn als Backup nochmal mitgenommen. Ja, da muss man immer so ein bisschen ein Auge drauf haben. Wie hat es gerade hier alles reingepasst? Gute Frage, nächste Frage. Und was haben wir hier noch? Oh, Winter Wonder, ja, fast aufgebraucht. Ich glaube, im letzten Jahr 3 Tarts verbraucht, sollte ich mir dieses Jahr unbedingt ein Glas holen. Den liebe ich. Der hat wunderbarste Weihnachts-Silvester-Stimmung, dieses Spritzelige von Sekt, ein bisschen dieses Alkoholische, gleichzeitig das Tannige, das Frische, das Party-Launige. Den liebe ich sehr, den habe ich einige Male aufgebraucht. Und einer meiner Favoriten, Cranberry Peppermint, der hat eben das Beerige und gleichzeitig diese Pfefferminz, diese Zuckerstange. Richtig, richtig toll. Liebe ich sehr. So, und das war dann sozusagen die Weihnachts-Herbst-Box im 3. Schub. Ist noch ein bisschen Platz drin. Da haben wir doch einiges zum Aufbrauchen. Ja, das waren sie jetzt, die 3 Schubs. Dann machen wir weiter mit den Backup-Gläsern, beziehungsweise auch den eher winterlichen, herbstlichen Gläsern, die ich hier so ein bisschen extra habe. Und zwar von Yankee Candle Home Inspiration Glistening Christmas. Der hat mir im letzten Jahr super gut gefallen und oh ja, der ist wirklich ein ganz, ganz toller, freudiger Winterduft, der wirklich Spaß macht. Also wirklich auch so dieses Spritzige und ein bisschen Alkoholische und gleichzeitig so das Tannige und Feierliche. Ja, den mag ich auf jeden Fall richtig, richtig gerne. Und ja, aber ist eben eher ein Winterduft. Dann mein Backup zum North Pole. Ja, mein aktuelles Glas verabschiedet sich langsam. Oh, ja, ich liebe ihn. Minzig,
Minzig, ein bisschen süß. Ach, ich liebe ihn. Ich liebe diesen Duft und ich frage mich, wie all der Jahre an mir vorbeigegangen ist oder ich das Gefühl hatte, der North Pole hat eine andere Duftrichtung, als es dann tatsächlich der Fall war. Dann, ja, Matcha Mint von Chestnut Hill. Ach, toll. Ja, der riecht genauso, was eben draufsteht. Also es ist wirklich einfach Kaffee mit so einem Hauch Gewürzen und der Sahne und Schokolade und dekadent. Ja, ein perfekter Winterduft. Dann zwei kleine Gläser. Einmal, ja, auch noch der Glistening Christmas. Den habe ich mir erst in klein und dann in groß gekauft. Und dann der Icy Blue Spruce habe ich euch als Tarte gezeigt. Liebe ich sehr. Ach, ganz toll. Also das ist ein ganz, ganz toller Winterduft. Dann, ich glaube, auch ein Duft, den ich zweimal habe, das ist der Pepper Perry Pinie. Ein überraschender grüner Duft, der mir wahnsinnig gut gefällt. Ich glaube, es liegt tatsächlich ein bisschen an den Beeren und dass das Grün nicht ganz so groß ist, nicht ganz so viel ist, aber gefällt mir richtig gut. Habe ich mir gekauft und ich glaube, eine Freundin hat ihn dann aussortiert. Dann ein Duft, den ich ertauscht habe, als der Herbst aber schon vorbei war. Ach, der aber echt gut riecht. Und zwar Stormfront. Vielleicht müsste ich den schon mal im Sommer anmachen. Der gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht mehr so richtig. Könnte ein Hauch Orange sein. Irgendwas Aquatisches. Ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Dann, ja, Twisted Peppermint von Crossroads. Man merkt, ich bin auf dieser Minzschiene im Winter. Mag ich auch gern. Hatte ich auch zwei, dreimal an. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dann, haben wir hier Honey Fig Jam, auch aus der Home Inspiration Reihe. Ja, der riecht auch richtig gut. Also wirklich dieses Marmeladige mit Honig gefällt mir richtig, richtig gut. Da unten drunter, ah ja, da kommt auf Randale, da stehen auch Dinge aufeinander. Und zwar von Sand and Fork, der Pumpkin Harvest. Hier mit dieser schönen, mit diesem schönen Deckel. Oh ja, da kann ich mich erinnern, der ist toll. Also man muss Kürbisgerüche lieben, man muss es gewürzt lieben und dann wird man Pumpkin Harvest auf jeden Fall auch lieben, das ist ganz klar. Wer keine Kürbisdüfte mag und dieses Gewürz von Kürbis, der wird auch mit den Honey Pumpkin keine Freude haben. Von DW habe ich auch, glaube ich, noch ein oder zwei Gläser. Oh, den mag ich auch, den mochte ich auch. Also auch nicht zu sehr gewürzt, sondern eher ein bisschen dezent nach Kürbis. Dann kommt da noch ein Kürbisduft. Ja, manchmal kann die Steffi auch nicht genug davon haben. Bourbon Pumpkin. Oh ja, das war der mit dem Hauch Whisky. Ja, das wunderbar alkoholische, nicht zu vordringliche und gleichzeitig die Kürbisgewürze. Richtig, richtig toll. Und dann auch noch ein Pumpkin Butter in diesem kleinen Glas. Habe ich bei TK Maxx mal für 5 Euro gekauft. Und der gefällt mir auch. Den habe ich aber, glaube ich, gar nicht angehabt letztes Jahr. Oder vielleicht doch einmal gewurmert. Aber ja, riecht auf jeden Fall nicht ganz so bam ins Gesicht, sondern ein bisschen dezenter durch die Butter. Und dann habe ich hier einen Glee-Duft, habe ich geschenkt bekommen, und zwar Tropical Blossom. Ich weiß gar nicht, warum steht der eigentlich in der Winterbox? Da gehört er eigentlich hin. Aber den finde ich richtig schön, den werde ich jetzt tatsächlich gleich mal draußen lassen, weil das ist eher ein Sommerduft, während der nächste, glaube ich, dann der Winterduft war. War auch ein geschenktes Glas, glaube zum Geburtstag. Hat eher was Weihnachtlicheres, muss man ganz klar sagen. Aber ja, dementsprechend bleibt der Sommerduft draußen und alle anderen habe ich euch gezeigt. Und jetzt kommen wir zu den Gläsern, die ich im Regal habe. Und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Kallax, wo ein paar Kerzensammlungen stehen. Und zwar angefangen mit Cozy and Fabulous, einem Duft, den ich sehr, sehr liebe, der schon eher ein bisschen herbstlicher ist, wirklich, ja, so Wärme ausstrahlt, dieses Kaschmir, dieses, ja, warme, wärmige Gefühl, dieses kuschelige Gefühl und gleichzeitig, also er riecht nicht nach nasser Hund, aber ein bisschen nach Holz und, ja, ein bisschen nach Wald und sehr angenehm. Ja, ein Überraschungsduft war von Country Candle, der Candy Cane Cashmere, den ich auch erst als Tarte hatte und in den ich mich so verliebt habe. Der hat eben auch das Gemütliche, das ein bisschen mit dem Zuckrigen und natürlich auch der Minze und auch so
ein bisschen Kaffee und ah, richtig schön. Nicht ganz sommerlich, aber ich habe ihn zwischendurch doch immer mal an. Ja, dann hier drei Düfte, All the Single Ladies auf der linken Seite von Goose Creek. Das ist ein total spritziger Sekt-Champagner-Duft. Der ruft Party und er riecht einfach göttlich. Auch ein bisschen was Beeriges mit drin, gefällt mir super gut. Dann der Rub-Up Lemonade von Village Candle. Ah, ja, einfach auch was Spritziges, so wie der Elf Crazy. Richtig, richtig toll. Ich finde zudem auch ein richtig cooles Glas. Ja, hat eben dieses Zitronige, hat Erdbeer, ein bisschen Rhabarber und eben dieses Spritzige aus der Limonade. Und ich glaube, ein Favorit, der bei mir nicht mehr wegzudenken ist, ist der Barbershop von Goose Creek. Das ist jetzt mein zweites und letztes Glas. Ich glaube, da muss ich unbedingt mir nochmal ein Backup bestellen, weil ich den so toll finde. Dann kommen wir ein bisschen tiefer, fangen unten links an mit dem California Coast von Goose Creek. Gehört auch ein bisschen zu dieser Men's Collection, wo der Barbershop mit dabei ist. Und ich finde, der riecht einfach lecker nach Strand. Also man hat hier das wilde, raue, ein bisschen küstige, sandige und auch holzige und trotzdem aquatische. Richtig schön. Der Marshmallow Sugar hatte ich auch erst als Wachscramp und der riecht genau danach, was es ist, nach Marshmallow und Zucker und das alles mit einem Hauch Sahne. Super, super lecker. Also ich bin wirklich ein Fan der Goose Creek Düfte. Dann von Sand & Fog Honey Tobago. Den gefällt mir gut. Der hat so ein bisschen das Rauchige, das Holzige, was man eben so ein bisschen aus diesen Tobago Duftdüften kennt. Und dann kommt aber so das Süße von Honig dazu. Wirklich tolle Mischung. Dann der Fiji White Sands von Bath & Body Works. Das ist mein erster Duft der Marke. Und der gefällt mir richtig gut. Er hat leider im Wohnzimmer nicht ganz funktioniert, weil ich glaube, das Wohnzimmer einfach zu groß war für dieses etwas kleinere Glas. Aber im Homeoffice hat er richtig, richtig toll gedüftelt und hat eben auch so dieses Fiji-mäßige, was man eben so ein bisschen hat, dieses Aquatische. Und durch den Sand, durch das Holz, ach, sehr gemütlich. Ja, einer meiner All-Time-Favorite ist dann der Black Coconut. Den liebe ich seit Jahren, kaufe ich immer wieder auch im Glas nach. Auch als ich noch im Grunde Kerzen angezündet habe. Hier habe ich jetzt so eine längliche Form und ich liebe den wirklich sehr. Ich habe den eigentlich immer da. Also das ist wirklich so einer der Top 3 Düfte. Und Village Candle Peach Bellini, das ist ein wunderbarer Cocktailduft, der wirklich dieses leckere Bellini-Geruch geschmacklich sozusagen rüberbringt. Wir haben hier wirklich natürlich auch dieses Pfirsich. Wir haben ein bisschen Alkohol. Wir haben diese Mango natürlich, Nektarine. Also eine ganz tolle Mischung, die einfach perfekt auch in den Sommer passt. Das letzte Regal hat dann ein paar mehr Düfte, zudem einen Duft, den ich mir unbedingt nachbestellen muss, nämlich Sandy Beach Bag von Goose Creek, den hatte ich hier als Wachscramp und der muss einfach bestellt werden. Ja, Coconut Lime von Home Fragrance, ein toller, toller Duft. Ich glaube, den habe ich bei Kick entdeckt und ich mochte die Mischung aus Limone, Limette, Zitrone und Kokosnuss. Das ist mal was ganz anderes und richtig, richtig toll. Cupid's Cocktail hat mir wirklich wahnsinnig gefallen, wie er optisch aussieht. Hat auch das Spritzige und hat das Alkoholische und riecht ein bisschen nach Cocktail und Beeren. Auch richtig, richtig lecker. Es zeichnet sich so ein bisschen was ab hier. Dann Dreaming of Autumn, auch ein wunderschönes Label, was mir richtig gut gefallen hat. Hat natürlich das herbstliche Blätter, Laub, Wald und hat mir auch super gut gefallen. Riecht natürlich auch so ein bisschen mit nach Apfel und einfach so diese Feuchte, die im Wald herrscht. Ja, Aloha Beach, auch ein wunderschönes Glas mit dieser Meereslandschaften, hat eher was Obstiges. Wir haben hier Mango und Ananas und auch ein bisschen was Aquatisches. Richtig, richtig, richtig toll. Tropic Vibes von D&W, das ist glaube ich dann, das ist der zweite Duft, den ich habe. Und ja, der riecht auch einfach Ananas, Kokosnuss, hat auch ein bisschen was von Frangipani, also dieser Blume, die man ja oft auch in Sonnencreme zum Beispiel kennt, mag ich super gern. Ich finde auch die Glasfarbe großartig. Ja, von Sand & Fog, Coconut & Palm. Ja, auch hier haben wir ein bisschen das Grüne, das Waldige, würde ich jetzt nicht sagen, aber so Palmenduft, wenn man eben am Strand steht, von Palmen umgeben. Das hat natürlich auch was Tropisches und dann eben ein Hauch von Kokosnuss. Richtig, richtig toll. Und Black Sands, ein relativ neuer Duft, den ich jetzt schon einige Male anhatte, der eben auch ein bisschen dieses Küstige hat, dieses Wilde, dieses Herbe und aber auch einfach so ein bisschen diese Frische mitbringt. Richtig, richtig toll. Kühlt auch wunderbar ab. Und das sind jetzt hier so ein bisschen die Gläser. Ich frage mich gerade, was hier fehlt. Ach ja,
Ah, hier fehlt der North Pole, der gerade düfteln darf im Büro drüben. Und ja, von daher, deswegen fehlt er hier. Der hat aber nicht mehr viel. Ich glaube, da kann ich bald das Backup holen. Dann kommen wir noch zu den zwei Gläsern, die im Regal stehen, nämlich bei Das Lied von Eis und Feuer stehen die Village Candles Micti Dragon einmal in groß und einmal im Kleinen. Und ich glaube, der Kleine wird definitiv nicht aufgebraucht. Den Großen habe ich, glaube ich, bei Anker ertauscht. War super happy. Wir haben hier einen sehr rauchigen Duft, gleichzeitig einen sehr, ja, ich finde, der ist ganz schwierig zu beschreiben. Also er ist schon rauchig, er hat aber auch so was Süßes, er hat so ein bisschen was von Tabak und er riecht einfach toll. Ich mag den super, super gerne. Ich finde auch natürlich das Label toll. Jetzt schmeiße ich, glaube ich, ja, gerade Jon Snow um. Und ich liebe den. Er hat wirklich eine Mischung, wobei es auch, ich sag, in meinem kleinen Glas ist nicht mehr so viel, ne? Aber das Große ist ein bisschen voller. Aber ich finde ihn richtig toll. Also ich glaube nicht, dass es bei Drachen so lecker riecht, aber man hat natürlich das Rauchige, das Holzige und gleichzeitig so ein bisschen einfach noch eine besondere Note mit dem Vanillearoma, wie man es vielleicht aus einer Pfeife von früher kennt. Ja, und das sind auch zwei Funkos, die natürlich zum Thema passen. Einmal Ned Stark und einmal Daemon Targaryen. Und hier oben haben wir dann eben auch noch John Schnee. Ja, und hier George R. R. Martin als Lesezeichen. Ja, so das dann auch dazu. Und ich glaube, jetzt habe ich auch alle Gläser durch. Und das war sie jetzt, meine Duftsammlung im Juni 2023. Sammlung, immer ein bisschen ein schwieriger Begriff. Aber ihr könnt mir natürlich gerne schreiben, welcher meiner Düfte euch jetzt angesprochen hat, welchen ihr vielleicht auch kennt und liebt. Oder wenn ihr sagt, oh Steffi, wie kannst du nur Kokosnussdüfte lieben? Geht mir gar nicht. Immer gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich versuche euch ja immer im Vlog so ein bisschen zu zeigen, welche Düfte ich gerade auch anhabe, was mich so durch den Monat begleitet. Sagt mir gerne, wenn ihr da vielleicht noch ein bisschen einfach expliziter irgendwas wissen wollt. Aber ich glaube, jetzt mit der Sammlung und die monatlichen Düfte liegen, glaube ich, ja, haben wir da was ganz Gutes gefunden. Ich packe ja auch meine Hauls dann jetzt immer so ein bisschen mit in die Vlogs ein. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, sich meine Sammlung anzugucken. Und ihr wart ein bisschen gut unterhalten. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.